Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Heute mal ein anderes Video und zwar machen wir heute Wünsche wahr. Eigentlich war es ein unausgesprochener Wunsch. Wir fahren gleich zu einem Kumpel von uns. André heißt er, genau wie du. Ja. Und der hat einen Weber-Grill, einen Weber-Gasgrill und eigentlich waren es eher immer wir, die so uns ein bisschen über das Innenleben belustigt haben, so mit Emaillerosten und. Und da habe ich mit Matthias von Grillroscom gesprochen und gesagt, der braucht ein neues Innenleben. Und von daher habe ich mir hier schön was schicken lassen und wir werden ihn jetzt überraschen. Er weiß zwar, dass wir kommen, aber er weiß nicht, was wir vorhaben. Tatsächlich weiß ich auch selbst noch nicht, was hier drin ist. Von daher wird es gleich ein richtiges Unboxing-Video. Und ich bin mal gespannt und dann werden wir seinen Grill so ein bisschen pimpen. Ja, wie gesagt, das mächtig schwer, alles aus Edelstahl hier drin. Und dann werden wir mal losfahren. So, wir sind da. Wir sind da. Ja, und wir gehen hier mal direkt in den Garten mit dem schweren Paket. Ich habe gerade schon mal über den Zaun oder über das Türchen geguckt. André ist da hinten im Garten beschäftigt. Hat ein schönes Maurer-Dekolleté. Ah, jetzt sieht man es nicht mehr so richtig. Wir haben was für dich. Mahlzeit. Moin. Alles gut? Ja. Hi. Servus. Der Roboter ist am Arbeiten. Ja, die ganze Familie ist fleißig. Familie ist fleißig, ja. So, wir haben dir ein bisschen was mitgebracht. Mir? Ja, wir haben ja immer, du wusstest ja, dass wir kommen, aber du wusstest nicht warum. Genau. Und wir haben ja immer so ein bisschen Witzchen über deinen Grill gemacht. Darum werden wir den heute... Hast du. Ja, zum Genüge. Stimmt. Darum werden wir den heute ein bisschen pimpen. Geil, ich hoffe, du bist damit einverstanden, wenn wir das Innenleben ein bisschen verschönern. Ja, du weißt ja noch nicht, was kommt. Nee. Ja. Weiß ich nicht. Wir laden mal aus. Genau. Ich zeige euch erstmal Andres Grill von innen. Das ist der Weber Spirit 2. Und relativ gut gepflegt, muss ich sagen. Ziemlich leer im Vergleich zu meinem. Aber relativ dünne Roste und also darunter auch schon ein bisschen Rostansatz. Hier fehlt doch eine Auflage, ne? Ein Warmhalterost. Ist aber vorhanden. Okay. Ja, dann schauen wir uns mal an, was wir so haben. Dann schauen wir mal. So, hier haben wir eine Grillplatte. Yes, wolltest du schon immer haben. Genau. Hier haben wir neue Aromaschinen. Ja, manchmal nennt man die auch Flavor Waves. Genau, schön Edelstahl, wie du siehst, richtig schön schwer. Für Mega den kompletten gut. Grill. Dann haben wir ein Warmhalterost. Das auch noch. Abnehmbare Griffe. Das ist wie Weihnachten, oder? Ja. Wie Weihnachten. Griffe für dieses Rost. Okay. Der Rost. Und schön aus Edelstahl, austauschbar. Kann man also super losschrauben oder aufschrauben. Hier bei uns im Münsterland sagt man losschrauben. Waschmaschinentauglich? Wenn du so große Waschmaschine. Ich würde es eher in eine Spülmaschine als in eine Waschmaschine tun. Nein, Fehler. Aber ja, ist Edelstahl. Hier sind noch Ersatzstäbe. Wie gesagt, hier kann man das einfach aufschrauben und das abnehmen. Und dann kann man auch letzten Endes die Stäbe einzeln alle rausnehmen. Cool. Ja. Dann wollen wir mal hier alles auspacken und deinen Grill leer machen. Oder das kannst du schon mal machen. Machen wir dann mal. So, da sind die gute Teile. Guck mal. Oh ja, die sehen schön, doch schön massiv aus. Schön schwer. Also, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Gut. Waren da auch vorher 5 drin? Ja. Okay. 3 Brenner. Weil 3 Brenner. Ja. Aber okay. Dann legen wir mal rein.
So kommen die hier rein. Mit kleinem Flammenlogo. So, die sind drin. Da werde ich lange was von haben. Den Rost. Was ich noch. Jetzt wissen wir auch, wofür die kleinen Heber sind. Zack, weil man so nämlich relativ schwierig wieder rauskriegt. Ja. Also es passt wunderbar rein. Vor allen Dingen, da, guck mal hier. Da habe ich auch schon gesehen. Supi. Also hast du quasi ein Unikat. Hier. Schön. Da haben wir ein neues Warmhalterost. Hier richtig schön mit so kleinen Hähnchenhaltern oder Hähnchenbollenhalter. Die kann man hier richtig schön reinhängen. So. Passt wunderbar rein. Und sieht gut aus. Sieht gut aus. Also sieht doch wieder aus wie neu, das Ding. Ja. Das freut mich auch sehr. Ja. Die sieht schon massiv aus. Ja. Schwer. Da haben wir noch die Platte, genau. Richtig schön schwer und massiv, aber die legen wir erstmal daneben. So, und ich glaube, dann können wir den Grill einfach mal anmachen. Hast du was zu grillen? Würstchen habe ich immer. Würstchen hat er immer. Würstchen reicht uns auch immer. Von daher freuen wir uns. Ja, also, wir schmeißen mal an und brennen einmal so ein bisschen die Produktionsreste raus. Der Grill heizt hoch, wie das natürlich im Münsterland so üblich ist. Wenn Freunde kommen, gibt es ein Bier. Ja, und für dich Sprudelwodka. Sprudelwodka, genau. Ich muss noch fahren. Dann trinke ich nichts. Prost. 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 Das ist dann immer, so kann man sich natürlich die Zeit schön versüßen. Jetzt nicht unbedingt mit Wasser, aber bist du auch geheizt. In deinem Fall schon. In meinem Fall schon, ja, heute. Wir haben jetzt einmal ordentlich hochgeballert, so für eine halbe Stunde ungefähr. Danach haben wir die Brenner ausgemacht, einmal kurz eingeölt. Und jetzt haben wir indirekt das Ganze so gesteuert, dass also quasi rechts ein bisschen indirekt ist. Da werden wir gleich die groben Würstchen mit dem Speck grillen und ansonsten einfach nur ein paar Würstchen. Ich denke, ihr wisst, wie es geht. Von daher lassen wir André mal arbeiten. Und wir essen gleich schön. Würstchen sind auch schon soweit fertig, zumindest die normalen. Ein bisschen mit Krautsalat, Ketchup. Also mehr brauche ich persönlich tatsächlich nicht. Zuck. So, wir sind durch. André, bist du glücklich? Mega glücklich. Das freut mich. Ja, wie gesagt, klickt mal. Ich verlinke euch natürlich grillrost.com unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mal gucken, was die da so alles haben. Vielleicht auch für euren Grill. Dass ihr da einfach mal wieder ein bisschen Pep reinbringt, das Ganze ein bisschen aufmotzt, modernisiert, wie auch immer. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freundlichen Kommentar, Daumen hoch und Kanal abonnieren natürlich nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.